Die Verantwortlichen des milliardenteuren Bahnprojektes Stuttgart 21 haben sich schon auf Proteste eingestellt. Allerdings dachte man da wahrscheinlich eher an einige Linksalternative, die sich vielleicht ein-, zweimal zusammenfinden. Aber sie haben das im ZDF verfolgt. Schon seit Wochen formiert sich massiver Schwabenprotest. Erst war es tatsächlich eine kleinere Gruppe. Jetzt, zumindest für Stuttgart und Umgebung, ist daraus eine Massenbewegung geworden. Bislang lief es relativ friedlich ab, aber viele Stuttgarter verlieren langsam die Geduld. Gestern Abend kam es zur bislang größten Demonstration. Dominik Lessmeister berichtet. Auch der Regen hat sie gestern Abend nicht aufgehalten. Mehr als 30.000 Stuttgart 21-Gegner sind gegen das Milliardenprojekt auf die Straße gegangen. Immer mehr Stuttgarter wehren sich gegen den geplanten Tiefbahnhof. Die Demonstranten zogen vom Hauptbahnhof zum Landtag. Dort forderten sie von der Politik einen sofortigen Baustopp. Wir wollen einen intelligenten Bahnhof. Wir wollen nicht Milliarden verbuddeln, sondern was Gutes für die Bürger, wenn es uns aber vielleicht nur die Hälfte kostet. Man hätte ganz wunderbar anfangen können, den Tunnel zu bauen in Ulm, von Ulm Richtung Stuttgart graben. Man hätte den Bahnhof stehen lassen können, erst mal 2 Jahre. Dann hätte man in 2 Jahren in Ruhe schauen können, ob man den Bahnhof noch abreißen muss. Das sind die Bilder, die die Menschen in Stuttgart zu Tausenden auf die Straße treibt. Seit Mitte der Woche wird der Nordflügel des Bahnhofs abgerissen. Aktivisten hielten sogar kurzzeitig das Dach des Hauptbahnhofs besetzt, verzögerten so die Bauarbeiten. Doch für viele war der Beginn des Abrisses ein Schock. Ich könnte gerade losheulen. Das ist ganz schlimm für mich. Verrückt. Der Beginn der Abrissarbeiten verschafft den Stuttgart 21-Gegnern immer mehr Zulauf. Doch damit sind die Macher des Bahnprojekts bisher nicht zu beeindrucken. Die Behauptung, man könne das Projekt nur rückgängig machen, halte ich für ganz gefährliche Argumentation. Es kann uns nämlich niemand sagen, wie das geschehen soll. Denn alle 4 Projektpartner haben nochmals erklärt, dass das nicht stattfindet. Befürworter und Gegner von Stuttgart 21 sind inzwischen heillos zerstritten. Die Politik hat es zudem versäumt, aktiv für das Großprojekt zu werben. Es ist schwer, aus dieser Situation, die recht verfahren ist, wieder rauszukommen, auch weil die beiden Seiten sich inzwischen sehr emotional gegenüberstehen und moralisch jeweils für sich die richtige Seite in Anspruch nehmen. Da kommt man mit Argumenten kaum noch weiter. Gleichwohl, vor allem die Befürworter werden sehr viel mehr in die Öffentlichkeit gehen müssen und die Argumente für dieses Projekt viel offensiver vertreten müssen. Bahnchef Grube zumindest plädiert jetzt für ein Spitzengespräch zwischen Projektträgern und Gegnern. Das wäre eine erste Bewegung im Streit um das Bahnprojekt. Der wachsende Protest scheint also Wirkung zu zeigen.